Wir haben häufig die Frage, Mensch, ich habe doch schon von NLP was gelesen oder gehört oder vielleicht auch schon einen Practitioner oder einen Master oder einen Trainer gemacht, damit kann ich doch schon gut unterstützen. Sag ja, in bestimmten Rahmen auch. NLP ist auch bei Motivation und Ressourcenarbeit ganz wunderbar, aber es gibt auch verschiedene Bereiche, wo wir wirklich schauen müssen, wo NLP auch an seine Grenzen stößt. Deswegen haben wir ein breites Portfolio an Methoden, wo wir sagen, eine Methode alleine schränkt immer ein. Und nur NLP kann es vielleicht nicht sein. Vielleicht kann es auch nur Aufstellung nicht sein oder nur EFT nicht sein oder nur die bilaterale Hemisphärenstimulation. Aber an den verschiedenen Problemstellungen gemessen, an den fehlenden Lösungen, kann es vielleicht auch ein Mix und ein Potpourri aus verschiedenen Essenzen sein, um dann wirklich am Kind orientiert und nicht an der Methode orientiert, den Kindern eine sinnvolle Unterstützung zu liefern.